Ja, schön ist anders, aber auch solche eigenwilligen Exemplare haben ein zweites Leben verdient, weil sie einem ans Herz gewachsen sind, wie meiner Kollegin, die den gefunden hat und gesagt hat, geh doch mal zu Ulrich Hage in die gleichnamige Gärtnerei in Erfurt und frag ihn, was man aus dieser Schale machen kann. Und ich mache mich jetzt auf die Suche nach Ulrich Hage. Hallo, Herr Hage. Hallo, Herr Henschel. So, das ist das gute Stück. Wir hatten ja telefoniert. Hier spielt das Alter eine Rolle. Also nicht so sehr eine große emotionale Geschichte. Sie hat ihn, glaube ich, irgendwie gerettet, bevor er auf den Kompost gekommen ist. Und die Frage ist jetzt, was ist es und ist er wirklich so alt? Was hat sie denn gesagt? 40 Jahre, schätzt sie vielleicht. Kann man, also, glaube ich, nicht sehen, oder? Ist schwer zu erkennen. Also es gibt Pflanzen, also hier kann man es gar nicht erkennen. Also da sieht man einfach nur, dass die ein bisschen gelitten haben die letzte Zeit. Hier sehe ich auch ein paar Macken. Und die Pflanze ist jetzt, ja, also der liegt normalerweise nicht so flach auf dem Boden rum. Also er würde stehen grundsätzlich? Ja. Die Frage ist erstmal, was es ist und ob man damit noch was anfangen kann. Passen die schon zusammen oder also ist das jetzt irgendwie? Ich glaube, die haben keine Probleme miteinander, die fühlen sich da wohl. Ja, ja. Sind das Raritäten? Also hat das jetzt vielleicht einen Wert sogar oder ist das eher so ein ganz gewöhnlicher Dorfkaktus? Naja, also es ist spannend. Ja, also ich würde es schon in die Kategorie eher so Richtung Bauernkaktus packen. Aber es ist spannend, also die Pflanze ist tatsächlich nicht hässlich. Mhm. Und ja, also ein gewisses Alter hat sie schon. Und wir haben oft Leute, die bringen also solche Schätzchen mit hierher. Meistens ist es so, dass da auch eine Geschichte dran hängt und dass Leute sagen so, ah, das bringe ich nicht übers Herz, kann man den irgendwie wieder heile machen. Ja, und das interessiert mich natürlich auch. Also wenn Sie zu Hause auch vielleicht sowas in der Art haben, dann schicken Sie uns doch einfach Fotos oder auch Videos auf Instagram, Facebook. Wir sind sehr gespannt, was für Geschichten bei Ihnen auf der Fensterbank so rumschlummern. Ist jetzt die Frage, ist der rettbar? Also kriegen wir den wieder aufrecht hin? Den kriegen wir hin. Das schaffen wir. Bin ich ganz zuversichtlich. Also Wie aufrecht er dann am Ende steht, werden wir sehen, okay, aber das kriegen wir gerettet. Topf ist aufgeplatzt, also müssen wir uns darum kümmern, um Topf und um Substrat. Und Substrat ist die Basis von allem. Also fangen wir mit Substrat einfach mal an. Wir sind neugierig, ob das ein spezielles Substrat ist oder auch ein ganz gewöhnliches. Bei Substraten, Herr Hage, wird mir immer ein bisschen schummrig, weil es so viel gibt. Aber das finde ich hier wiederum total toll. Eine Präsentation, was es sozusagen für Möglichkeiten gibt an Erde. Mhm. Also so ein bisschen Bildungsanspruch. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Gedanke dahinter. Und trotzdem ist es so, am Ende, die Masse unserer Pflanzen steht in einer Erde. Das ist die da. Mhm. Ja, wir haben eine ganze Menge noch andere Geschichten. Das heißt, wir haben Erde speziell für ganz kleine Kakteen, also für die Aussaat. Wir haben welche, die, wenn man Pflanzen nach draußen stellen will, das gibt es da. Ja. Für Epiphyten, das sind also Pflanzen, die auf Bäumen wachsen. Aber alles andere, das sind eigentlich Zuschlagstoffe. Das heißt, also das sind die Bestandteile, aus denen wir diese Erden beispielsweise einfach zusammenbauen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Kakteenerger mir nehme, dann ist da wahrscheinlich irgendwie dann das drin. Finde ich zum Beispiel hier. Also unseren Thüringer Blähschiefer, kommt aus dem Schiefergebirge. Also wir versuchen dann auch mit regionalen Sachen zu arbeiten. In anderen Bereichen wird das wahrscheinlich anders sein. BIMS ist ganz wichtig. Das ist das, was wir hier haben. Ja. Und dann sieht man schon, also die Fasern, das ist dann der Humoseanteil. Das heißt, also wir haben da eben auch Bestandteile, die nicht mineralisch sind drin. Das ist also eben Torf. Und den versuchen wir aber zu reduzieren, weil wir sagen, das ist nicht gut da drin. Also es hat seinen Nutzen, der ist auch ganz wichtig. Aber wir versuchen den beispielsweise im Moment durch Holzfasern, durch Extrudierte zu ersetzen, dass wir also den Torfanteil runterkriegen. Extrudiert heißt jetzt was? Das wird bei großer Hitze durch eine Düse gepresst. Und das sieht dann aus wie Wolle. Okay. Ja, das ist ganz fluffig und weich und grau. Okay. Das heißt aber, das Kakteenerde sozusagen, der Begriff, den Sie hier haben, irgendwie für eine große Masse an Arten und Sorten verwendet werden kann. Also die verwenden wir wirklich für, also wir haben ungefähr 90% aller unserer Pflanzen da drin, nicht nur Kakteen. Und das ist die da oben? Das ist die für Winterharte, das ist das für draußen, die ist schwerer und das ist die normale, von der Grundüberlegung identisch. Nummer 1 heißt ja auch die Nummer beste. Nummer 1, genau richtig. Ja. Und dann ist aber eben natürlich noch der Ansatz, die Frage ist ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich das nicht habe zu Hause? Ja. Da würde ich jetzt auch fragen, also Discounter bieten ja auch Kakteenerde an. Also hier sind wir in der Spezialgärtnerei, sodass wir einfach gut beraten sind. Aber
bei irgendwelchen Discountern in Baumärkten, da geht es ja auch ein bisschen durcheinander. Also ist das jetzt am Ende auch Ihnen egal oder ist es dann doch schon... Nicht ganz. Also ich habe ja hier so ein Muster mal mitgebracht, die ist jetzt tatsächlich torffrei, aber dafür hat sie Kokosfaser drin und Sand. Und das ist so der Denkfehler, den wir also ganz, ganz oft eben hören, Kakteenerde besteht aus Torf und Sand. Und das ist in der Regel tatsächlich auch das, was ich also in der Discounter-Erde beispielsweise finde. Und die funktioniert aber nicht. Ja. Funktioniert die überhaupt nicht oder könnte ich jetzt sagen? Richtig, gute Frage, exakt. Die funktioniert, wenn ich weiß, wie es geht. Das heißt, ich muss meinen Kaktus durchkultivieren, da fühlt sich mein Kaktus aber nicht wohl und blüht möglicherweise nicht. Ja? Also das Problem ist, wenn ich einen Kaktus versuche, ich im Winter trocken zu halten, wenn ich das mache, schrumpft der Torf zusammen und dann komme ich nicht mehr mit Wasser dran. Okay. Aber für den Notfallplan, also ich habe irgendwie, alle haben zu, Blumenerde habe ich, Sand finde ich im Spielplatz. Mische ich mir das mehr oder weniger an oder ist das jetzt ganz... Also das ist dann eben so die krasse Variante, wenn ich wirklich 21 Uhr, Samstag, alle Läden haben gerade zugemacht und ich muss unbedingt meinen Kaktus umtopfen, dann wäre mein Rat, wenn ich nicht jetzt irgendwelche, ich sag mal, ich könnte jetzt meine Hydropflanzen plündern, klopfe mit dem Hammer den Blähton klein. Und dann kann ich den, wenn ich da ungefähr 50% zu der Kakteenerde dazuschmeißen kann, das ist dann was funktionieren könnte. Aber die bessere Wahl ist dann tatsächlich bis Montag zu warten und dann mir vernünftige Kakteenerde zu kaufen. Und geduldige Gärtner, das ist so eine Geschichte für sich, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Wir wissen, in welche Richtung es geht. Wir haben hier unsere Kakteenerde für unsere Schale, also für die beiden Kandidaten, die wir umtopfen wollen. Jetzt geht es, würde ich sagen, an den Topf. Um die Schale. Ja, um den Topf. Der Topf ist, glaube ich, einfacher als Substrat. Plaste oder Ton ist die Frage, würde ich sagen, oder? Richtig. Das hängt immer davon ab, was will ich damit machen. Also Plaste ist leicht, praktisch unkaputtbar. Aber eben Plaste. Ja. Das andere wäre dann das die Option. Andere, genau, das ist Ton. Ein so schöner Topf, nicht? Ja, so cool, aber eben nur kaputt. Halb. Ja, okay. Ja. Aber dennoch gibt es irgendwie eine Unterscheidung, wo sich die Pflanzen wohler fühlen. Also meinetwegen auch unsere beiden Kakteen. Nee, also wir unterscheiden vom Prinzip wirklich, also für uns ist immer die Frage, wie lange. Wenn ich eine Pflanze habe, die im Wachstum ist, die noch ganz klein ist, dann setze ich die natürlich in einen Kunststofftopf, weil den kann ich schneller ersetzen. Wenn ich eine Pflanze habe, also unsere Mutterpflanzen zum Beispiel, die stehen fast alle in Tontöpfen. Ja, auf was muss man achten? Also auf das Loch? Richtig, also das ist elementar, egal ob Plaste oder nicht, Ton. Die haben die großen Löcher, die Kunststofftöpfe haben halt eben meistens viele kleine. Das ist wichtig. Beim Tontopf macht man das immer noch. Ja, wenn man jetzt einen kaputten hätte, könnte man hier unten in das Loch, einfach über das Loch noch eine Scherbe legen. Und dann kann man die Erde drauf machen, weil das Problem ist, wenn ich hier Erde reinmache und hebe das hoch, rieselt die Erde natürlich unten wieder raus, solange die noch nicht verwurzelt. Das Thema Loch im Topf ist ganz wichtig. Also nicht nur für Kakteen, die wir irgendwie auf der Fensterbank haben, sondern auch für Kakteen, die im Freiland sind und wie die ja, gepflanzt und auch gepflegt werden. Das findet ihr auf mdr-garten.de. Schaut mal vorbei. Dennoch jetzt die Frage, Uli Hage, für unsere Schale, die Pflanzschale. Was eignet sich da? Also eine Schale ist es ja gewesen, also würde ich sagen, hier hätten wir eine. Könnten wir nehmen, die ist schön breit. Der Nachteil von der Schale ist halt, es ist flach. Das heißt also gerade, wenn ich eine hohe Pflanze habe, ist der Schwerpunkt. Kann das sein, dass das also einfach dann anfängt zu kippeln? Das haben wir bei der schon gesehen. Genau, das ist dann, ich habe nicht genug Tiefe, um die Pflanze reinzusetzen. Das ist also in einem tiefen Topf besser geeignet und die Wurzeln können tiefer gehen. Okay. Wir haben hier, das ist jetzt das Blöde, wenn wir die mal zusammenhalten, Boden an Boden, die Aufstellfläche ist gleich groß. Das heißt, also das nimmt sich nicht viel. Okay, also bin ich gespannt, wie wir da jetzt anfangen. Und jetzt wird es, glaube ich, heiß. Rettungsaktion Kakteen mit Uli Hage und mit mir. Ulrich Hage, wie gehen wir hier vor? Also das ist ja das Heiligtum so ein bisschen, der alte. Was ist mit dem Gewürge hier unten, dieses ganze Ding? Wir machen erstmal die Hauptsache. Ja. Und dann gucken wir mal, was davon übrig bleibt. Und ich nehme das jetzt mal ganz vorsichtig raus. Okay. Ich assistiere so ein bisschen und halte wahrscheinlich den Topf fest. Handschuhe sind auf alle Fälle Pflicht. Ist auf jeden Fall angenehmer. Also ich meine, ansonsten würde ich jetzt schon ein bisschen rumbluten. Und
Jetzt gucken wir mal, wie tief der verwurzelt ist. Ich finde das übrigens ganz spannend. Es gibt keinerlei Literatur darüber, wo man mal nachgucken könnte, wie viel Wurzelvolumen hat der Kaktus so im Allgemeinen. Also das bisschen ist Wurzel. Okay. Ja, also das da sagt uns das jetzt oder Ihnen viel mehr als Fachmann? Naja, der hat nicht so viele Möglichkeiten, sich zu verankern. Mhm. Ja. Aber wir hauen den jetzt rein. Wichtig ist, wenn man topft, das kann man jetzt schon mal erklären, ich kann den nicht bis hierhin in die Erde stecken. Kann ich den abschneiden? Das gammelt. Wir könnten den abschneiden. Das wäre also ein ganz großer Vorteil, dass wir ihn praktisch begradigen damit. Mhm. Dann würde der hier wieder Wurzeln machen. Aber was ich eben nicht empfehle, ist eben den komplett in der Erde zu versenken. Wir werden den jetzt ein bisschen tiefer setzen. Mhm. Und wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir jetzt den Topf so nehmen. Ich halte das mal davor. Der soll natürlich am Ende in der Mitte sein und das wird ein bisschen schwierig, den so da reinzusetzen. Ja, also er soll stehen, das war ja sozusagen genau. Das Ziel. Genau, also so soll er dann hinterher aussehen. Aber ich brauche jetzt hier noch eine Hand, dass wir hier die kleinen Viecherchen wieder abknüppern, dass wir die nicht in der Erde haben. Ja, die hängen hier wie kleine Würmchen da dran. Ja, okay, und es ist ein bisschen anstrengend, pieksig, ja. Aber die kleinen sind nicht so pieksig. Und jetzt haben wir tatsächlich die Wahl. Also wir könnten ihn jetzt abschneiden. Ich würde schneiden. Das Problem ist, wenn wir im Winter schneiden, die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder Wurzeln macht, also der geht jetzt in die Winterruhe, ist sehr gering. Okay, ich würde nicht schneiden. Ja, also die Chance, also spielen wir es mal durch, was wäre jetzt, wenn die Wurzeln anfangen zu faulen? Mhm. Ja, und ich keine Möglichkeit habe, dann muss ich ihn schneiden, geht es nicht anders. Aber dann würde ich ihn tatsächlich liegen lassen und nicht topfen. Okay. Ja, also wir müssen jetzt einen Tod sterben. Mhm. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir kippen ihn, dann ist er halt zwar in der Mitte, aber ist nicht ganz gerade. Das ist eine Variante. Wir können natürlich ein bisschen was machen, indem wir also hier... Das alte Substrat hier so oder das alte irgendwie... Das verkorkte, das kann man... Nee, also das ist eine Schutzschicht. Mhm. Das ist richtig verkorkt, genau. Knüppeldick ist das. Das ist richtig hart. Ja, super, genau, das ist verholzt. Ja. Ah, okay. Das lassen wir aber jetzt hier drin und ich würde sagen, also der Kompromiss, der für uns jetzt gut ist, wir setzen den so ein bisschen halb schräg. Mhm. Wenn der gut Licht bekommt, dann zieht er sich auch wieder gerade. Okay, alles klar. Ja, so können wir das machen. Ja. So, jetzt habe ich gedacht, genau, ich hätte das zwar jetzt gerne irgendwie alles mit einer Hand gemacht, aber... Ich einfach Substrat rein. Einfach rein, genau. Ich hebe den noch mal ein bisschen an. Ja. Vorsicht, nicht pieken. Ja. Müssten da jetzt unten Steine noch hin oder die berühmte Schere? Eine Schere? Scherbe könnte man reinmachen. Ja, könnte man machen, haben wir jetzt nicht gemacht, weil der Klumpen an der Wurzel ist so groß gewesen, dass das, glaube ich, gar nicht so funktioniert. So. Was wir jetzt machen, wir funktionieren hier kurzerhand mal unsere Zange um und machen das da unten fest, dass der Wurzelballen eben auch wirklich sich festhalten kann. Ich versuche mal von der Seite zu arbeiten. Weil das entscheidet dann, dass die Pflanze hinterher auch wirklich Halt bekommt im Topf. Also man kann auch einfach einen Stock nehmen oder was weiß ich, Messerstiel oder sonst irgendwas. Aber man merkt jetzt schon, also der wackelt nicht mehr so doll. Randvoll erstmal? Ja, also das setzt sich, genau. Wir verdichten. Richtig. Also das wirkt jetzt ein bisschen brachial, dass das also so wirklich festgedrückt wird, aber so ist ja das Leben auch ein bisschen. Ja. An manchen Tagen gibt es halt nicht nur. Weil jetzt kommt nämlich die Auflösung dafür. Das sieht sehr gut aus. Haben wir irgendwie schneller hingekriegt als gedacht. Also das, was jetzt praktisch als letzter Teil kommt, ist das, was nochmal so ein bisschen aufstoßen. Weil dann setzen sich zum einen, wenn da Löcher sind, zu. Ja. Und auf der anderen Seite lockert sich das, was wir so fest verpresst haben, auch wieder auf. Jetzt haben wir noch den Kollegen. Was Dekoratives noch vielleicht hier unten als kleine? Genau. Also was wir jetzt machen, wir gucken uns die hier nochmal an, die Kollegen. Ich rutsche das mal hier so ein bisschen hier rüber, dass man ein bisschen drauf gucken kann. Ein paar Sachen sehen aus wie vergammelt. Genau. Also das nennt man Vergeilung. Es gibt auch einen wunderschönen französischen Begriff. Bin ich nicht so Franzose. Etoilation heißt das, glaube ich. Das nennt man, wenn die Pflanzen hier so hell austreiben. Das machen die immer, wenn sie zu wenig Licht bekommen. Also die Helligkeit hier vorne? Genau, dann ist das so ganz hellgrün. Das ist dann so eine Zipfelmütze da oben dran. Das ist einfach, wenn da kein Licht hinkommt. Ja, also so sehen die normal aus. Und das ist halt eben schlabberig. Also das würde ich tatsächlich wegschmeißen, weil ich nicht genau weiß, ob das noch gesund wird. Aber hier würde ich jetzt einfach mal ziehen wir ab mit der Hand reinfassen. Und gucken, dass ich hier ein gerütteltes Maß rausbekomme. Na gut, das ist ungefähr alles. Das
Ist das eigentlich übertragbar irgendwie auf andere Kakteen? Weil wenn 90% aller Kakteen irgendwie ein Einheitssubstrat haben, dann kann man mit denen auch so umgehen. Ja, das, okay. Also das kann man bei den meisten machen. Also ich meine, gut, es gibt jetzt natürlich Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Also wenn ich die so anfasse, dass die dann komplett zerfallen. Mhm. Das ist eigentlich typisch für diese Chamaecereus. Hier mache ich jetzt noch diese langen Triebe ab. Ich würde den ja noch rausziehen vielleicht. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, hier... Aber die Wurzeln sieht man hier sehr deutlich. Ne? Das ist schon eine ganze Menge, was die gebildet haben. Ja. Will der stehen oder will der hängen? Weil es schlabbert ja ein bisschen. Der macht beides. Okay. Also die wachsen normalerweise aufrecht nach oben, aber hängen auch gerne über. Und da kommen wir denen, also den Bedürfnissen ganz gut entgegen. Irgendwie ein bisschen ausgraben noch? Ja. Das ist jetzt so, der hängt hier vorne schon so ein bisschen rum und dann lassen wir den da auch. Und das kann man jetzt also relativ einfach hier aufsetzen. Macht dann wieder Erde drunter und drückt das ein bisschen an. Mhm. Das muss man jetzt eigentlich nicht mit Handschuhen machen, aber es hat den Vorteil, dass man schneller ist. Was Dekoratives, so ein paar Steine? So. Das kann man natürlich machen, wenn man das mag. Ich bin der bekennende Gärtner und sage, Pflanze ist mir schön genug. Okay. Aber was ich mache, ist eben jetzt wirklich nochmal zu gucken, hier sind so ein paar, weiß ich nicht, die Pflanze hat vermutlich mal eine ganze Zeit draußen gestanden. Sind irgendwelche Nadeln noch drin. Und das ist jetzt Schönheit quasi. Das ist jetzt Schönheit, aber es ist auch Hygiene. Mhm. Also auch das ist immer ganz wichtig, wenn ich meine Pflanzen draußen stehen lasse. Also die Pflanzen genießen das extrem, wenn die im Sommer draußen sein können. Aber wichtig ist, wenn ich dann irgendwelches Gerödel daran habe, was im Winter möglicherweise eben auch Deckung für Schädlinge bilden könnte, dann versuche ich das abzumachen. Gilt auch für den großen? So ja, ja, natürlich. Hier hat er mal ein bisschen gelitten. Das machen wir jetzt auch noch mit ab. Das ist jetzt, da habe ich zu doll angefasst. Da sind also ein paar Dornenpolster abgefallen. Die machen wir auch ab, weil die dann sonst natürlich da reinpieken. Das verzeiht er aber. Ja, aber ich versuche immer vor dem Winter möglichst viele Verletzungsmöglichkeiten auszuschließen. Zwei Fragen hätte ich noch. Die eine Frage ist irgendwie, nach dem Pflanzen soll man wässern? Ja, bei allen Pflanzen, außer bei Kakteen. Okay, geklärt. Die andere Frage ist, mir fiel vorhin bei dem Topf auf, dass der unten ziemlich eben ist. Ja. Also braucht der noch irgendwie so ein bisschen was wie, ja, unten so ein paar Steinchen, dass der irgendwie das Wasser ablaufen könnte, wenn ich ihn gießen würde? Was wenn ich ihn hinstelle? Ja. Naja, spätestens im Frühjahr kann ich ihn wieder gießen. Mhm. Also dann steht die Frage ja auf jeden Fall. Also Steine. Also, weil der hat ja hier auch sowas gehabt, sowas Eigenwilliges. Ja, ne? Also wenn ich ihn in den Übertopf setze. Mhm. Da sage ich aber grundsätzlich, Kakteen und Übertopf, das verträgt sich nicht. Das Problem ist einfach, im Übertopf sehe ich nicht, wenn ich Wasser reinkippe, ist es schon weg. Mhm. Also wenn jemand was drunter setzen möchte, Untersetzer ist die bessere Wahl. Da sehe ich, steht noch Wasser drin, darf kein neues rein. Wichtig ist eigentlich immer, die dürfen nie Wasser an den Füßen haben. Okay. Wir wollen natürlich auch wissen, was braucht dieser Kaktus an Pflege? Also wenn der erstmal jetzt durch den Winter gekommen ist oder auch vor dem Winter. Dazu gehen wir jetzt ins Mutterpflanzenquartier von Ulrich Hage, ein ganz besonderer Ort, den man so einfach gar nicht betreten darf. Wir sind jetzt im Herzen der Gärtnerei, im Mutterpflanzenquartier Ulrich Hage. Warum Herz? Was kann man hier rausholen? Da rausholen ist natürlich gut. Nein, also hier ist praktisch nach unseren Mitarbeitern das Kapital. Also hier stehen die ganzen wertvollen alten Pflanzen und man sieht es denen ja auch an, die sind schon alt, also zum Teil wachsen die irgendwie kreuz und quer. Manche legen sich auch hin, wie unser Exemplar in der Schale. Wir wollen über die Winterpflege noch mal reden oder über die Pflege allgemein. Also was braucht diese Schale jetzt? Also Wasser haben wir gesagt, eher nicht. Nun habe ich das Gefühl, irgendwann möchte ich doch auch Wasser geben. Mhm. Dezember vielleicht? Januar vielleicht? Mhm. Februar nicht, März nicht, April. Also nichts machen. Genau. Aber Dünger ist schon wieder auch ein Tipp. Ab wann sollte gedüngt werden? Irgendwann sind die Nährstoffe aufgebraucht im Boden. Also grundsätzlich müssen wir immer düngen. Aber nur in der Vegetationszeit, immer dann, wenn die Pflanze wächst. Wenn ich wachsen lassen möchte, ist Dünger, ist Ernährung natürlich notwendig. Mhm. Aber immer erst, wenn der Kreislauf läuft, das heißt, also wenn ich Wasser gegeben habe, wenn ich gieße, dann kann ich, ja, also ich sag mal, wir warten mindestens 14 Tage,
manchmal ist ein Monat auch ganz gut, also gerade wenn ich die Pflanze neu getopft habe, bis die erste Düngergabe mitkommt. Wenn ich dünge, wächst es auch? Also Stichwort Umtopfen, wann sollte man da sich darüber Gedanken machen, dass der ja auch wieder in eine neue, andere, größere Schale muss? Pflanzen wachsen, je älter sie sind, ist wie bei uns immer weniger. Das heißt also, man muss sich jetzt nicht Sorgen machen, dass die dann irgendwie völlig aus dem Ruder laufen. Kleine Pflanzen muss man öfter umtopfen. Grundsätzlich, wenn ich eben merke, die Pflanze steht nicht mehr sicher im Topf, wackelt, kippelt oder sonst irgendwas, dann topfe ich um. Ja, und dann aber auch immer darauf achten, jetzt haben wir da einen Säulenkaktus, das heißt, der wird auch nicht so wahnsinnig dick werden. Da ist dann immer das Maß, wenn ich jetzt, ich mache es jetzt mal an dem hier fest, wenn ich an dem wackel und ich merke so, der steht jetzt hier und droht also auf mich niederzuprasseln, dann versuche ich natürlich einen entsprechend großen Topf zu nehmen, dass das eben auch genug Standfläche hat. Ein kleiner Tipp, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, was man natürlich machen kann. Ich lege einfach unten in den Topf schwere Steine rein. Dann ist der Topf, hat er auch mehr Bodenhaftung. Ja, brauche ich nicht so einen großen Topf, weil grundsätzlich zu große Töpfe sind auch nicht gut, weil die Pflanze dann damit beschäftigt ist, Wurzeln wachsen zu lassen. Seitliche Wurzeln, genau. Quasi nicht in die Tiefe. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles, um jemanden glücklich zu machen, der mit dieser Schale noch älter und noch weiser wird, möglicherweise. Ich sage danke für die vielen Tipps und freue mich aufs nächste Mal. Und jetzt hole ich einfach die Schale ab und ja, sag erstmal hier danke. Sehr gern. Also ich finde, diese Schönheitsoperation hat sich durchaus gelohnt. Ich bin gespannt, was die Kollegin dazu sagt. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Kakteen, zum Beispiel wie man sie im Schuhkarton durch den Winter bekommt, dann schaut euch mal dieses Video da oben an. Ich sage danke fürs Mitgärtnern und bis bald.